Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Little Big Workshop. Wir wollen uns ja jetzt erweitern und müssen jetzt auf jeden Fall schauen, dass wir dazu dann mehr Forschungsentwicklungspunkte bekommen. Aber vorher werden wir jetzt erstmal Spione jagen. Das könnte ein Spion sein, der hat ein Handy da. Nein, ist es nicht. Wer könnte ein Spion... Oh, der da hinten, der steht nämlich rum. Der ist ein Spion. Nein, das ist auch... Ah, ich habe zwei Lagerarbeiter, die definitiv hier nicht hergehören, weil ich habe nur zwei und dann auch noch ein Spion. Bist ein Spion? Dann auch noch ein Spion. So. Er ist dann noch ein Spion. Ja, perfekt. Perfekt. Alle Spione entdeckt. So, es sind zwar ziemlich viele Arbeiter ohne Job aktuell. Oh, ich sehe gerade, das muss... Ah, das wird schon... Ah, es muss noch gebaut werden. Aber da brauche ich erstmal das größere Lager. Genau daran liegt's. So, jetzt müssen wir schnell warten, bis das Lager hier fertig ist. Zack. Jetzt kann ich mich das hier erweitern. Zack, perfekt. Jetzt können da nämlich wieder Sachen reingeliefert werden. Das ist auch Größe. Wir brauchen wahrscheinlich später wirklich eine zweite Laderampe. Das heißt, wir müssen hier das Ganze dann irgendwann mal wieder verkleinern. Panzer sind auch nicht mehr das, was wir mal machen. Wir reparieren einfach mal alles, oder? Ich hoffe einfach nur, dass der Grill fertig gebaut wird. Oh, 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 wo? Oh, hier hinten. Eieiei. Eieiei. Den haben sie komplett zerstört. Obwohl der voll ganz war. Ich habe da sogar noch geschaut. Eieiei. Da musste erst mal repariert werden. Aber ich habe ja noch einen zweiten. So, wäre alles gut. Die können ja arbeiten. Die können arbeiten. Das ist das Wichtigste. So. Aber ich glaube, den King Grill schaffen wir. Schaffen wir. Das eigentlich. Ah, das können wir auch mal reparieren. Das brauche ich ja mit die Drehbank brauche ich gerade nicht, weil ich metallisch nichts drehe, sondern ich drehe eigentlich immer nur Holz. Aber wir haben nicht mehr ganz so viel Puffer. Bedeutet, wir sollten schon, also sich hoffentlich beeilen die sich. Die ganzen Katapultteile brauchen halt schon sehr viel. Ja, ich werde nachher wirklich mal einen Raum machen, wo ich nur Werkbänke, also Montagebänke mache. Oh, oh, oh. Sieht nicht gut aus. Reparieren wir mal. Jetzt fällt keiner um. Habe ich für meine Mitarbeiter die optimale Sache gemacht? Ja, es kann sein, dass ich gerade ein Gleichgewicht gefunden habe. Das wäre ja schon mal was. Man lernt ja nie aus. Man lernt ja nie aus und nobody... Ach, was mache ich denn? Nobody is perfect and I'm nobody. Ganz so viele. Ah, es ist doch ein Mitarbeiter mal erschöpft, ein zweiter. Aber ich bin relativ nah dran. 35 am Tag werden produziert. 28 hätte ich als... Muss man das... Am Tag einfach mehr. Wir sind jetzt wieder unter 100.000. Das heißt, wahrscheinlich sind wir in der FIRP-Rangliste. Was sind wir denn? Zehnter. Aber hat auch ein bisschen was mit dem Kapital zu tun, was wir jetzt haben. Ah, sehr schön. Der Grill müsste gleich... Ah, hier stehen die schon. Ein Mix aus Holz unten, Metall oben. Ja, kann man machen. Kann man so machen.
Oh, das wird ziemlich eng. Ah, ne, wobei. Noch ein paar zur Montage. Ja, das passt. Die Katapulte und Grill werden beide. Ah, das reicht nicht. Weil die Katapulte jetzt noch erstellt werden. Ein Grill, noch ein. Da steht er doch. Shit, ich habe nur 86%. Ja, dann habe ich mit den Katapulten das Ganze doch ein bisschen versaut. Aber okay. Und beziehungsweise nicht ganz so toll. Schauen wir mal die Katapultmarkt. Oh, gleich verkaufen. Der sinkt nämlich. Jetzt gehen wir mal weiter und schauen, was wir jetzt noch bauen können. Was vielleicht Sinn macht. 9000. Der Schier. Komm, erstell mal Schier, weil ich will die Beziehung ja zu ihm machen. Zack. Die werden relativ schnell erstellt. Wir wollen ja auch auf jeden Fall hier Fortschrittspunkte haben. Was brauche ich denn für Meilensteine noch? Auf mehr als 50 fortgeschrittene Produkte. Mindestens 10 Spezialisten. Na, das kriegt man hin. Machen wir jetzt hier nochmal ein. Hier ist Plastik. Der ist Metall. Der ist Zack. Dann habe ich zumindest 80%. Also zählt jeder einzelne Mitarbeiter. Und dann machen wir nochmal 1, 2, 3, 4. Und drei, die allgemein sind. So. Dann haben wir den Meilenstein erreicht. Verkauf ist maximal 2 mittlere und fortgeschritten und gleichsam den Markt zu sättigen. Das heißt, wir müssen wirklich so viel herstellen, wie der Markt benötigt. Können wir danach auch gleich mal probieren. Kann ich die zwei jetzt irgendwie verkaufen? Nee. Die bleiben jetzt einfach drin stehen. Da brennt schon wieder. Ei, ei, ei. And it burns, burns, burns. Okay, ja. Überlegen wir mittel oder fortgeschritten, heißt es, glaube ich, bei Meilenstein. Verkaufe das Maximum zu mittleren oder fortgeschrittenen Produkten. Bei mittleren oder fortgeschrittenen. Maximum. Aber der kostet. Aber der steigt richtig. 51 King Grill. Krass. Wobei die Nachfrage sinkt. Wenn ich da nur 50 erstelle, habe ich sogar Chance, dass es nach nur 50. Leute. Ach, deswegen. Weil Feuer in der Fabrik, ich wollte gerade sagen, warum sind alle hier drin? Puppenkuscheln. Dann sind die Zwerge ja schon wieder die Flamingos. Ja, ja, die mache ich aber immer noch nicht. Also solange Feuer ist, gehen sie in den Aufenthaltsraum. Feuer ist vorbei. Feuer ist vorbei. Habe ich irgendwas verpasst? Okay, wir gehen, das ist ganz gemütlich. Ah, nee, okay, die brauchen einfach nur ein bisschen. Weil die anderen jetzt nichts zu tun haben. Okay. Dann machen wir den Ingrill Produktplanen und den werden wir dann komplett auf 50 machen. Okay, was machen wir? Machen wir eine Holzplatte? Machen wir eine Metallplatte? Wir machen eine Metallplatte. Die wird gerollt. Dann wird ziemlich viel gerollt. Ganz.
Hier, das können wir einfach gießen. Das wird auch gerollt. Ich glaube, oben werden wir doch das Ganze mit Holz machen. Denn dann haben wir da nicht alles drüben. Das hier wird auf jeden Fall mal jetzt so, schauen wir mal das untere. Da müssen wir mehr Sachen. Also, wir werden das Ganze müssen. Die Reifen werden natürlich gestellt und das Ganze wird hier. Die zwei da. Aber das muss auch wieder aus Holz gemacht werden. Schon mal zweimal Holz. Das Ganze geformt werden. Und wie hier auch wieder Holz. Ah, das liegt einfach wegen Design. Dann die Drehbank. Irgendwas. Bin jetzt gerade hier, weil ich konnte mich nicht bewegen. So, dann machen wir das hier. Das heißt, es wird sehr viel Holz sogar. Aber wobei, so viel ist es gar nicht so. Alter, es ist ein relativ viel. Na, das geht sogar, das geht ganz schnell. Die werden aber trotzdem dann nicht zusammengebaut. Wieder. Und hier brauchen wir aber auch wieder Holz. Zack. Endmontage ist. Dann doch so viel Holz, relativ wenig Metall, dass ich doch offen. So viel genau weiß gar keine Wartezeit mehr hier. Okay, ja, dann ist es so, ist nicht so schlimm. So, 53, ich riskiere jetzt mal 50, geben wir da ein. Weiß gar nicht, ob wir so viel lagern können. Machen wir einfach, oder? Machen wir. Ich hoffe erstmal, dass die Skier. Was ist denn jetzt los? Warum beginnt es hier? Zack, alles in Brand. Ja, was ist denn da los? Sonst nichts, oder? Die zwei. Hä? Warum? Kann mir das einer sagen, woher das jetzt kommt? Warum die auf einmal in Brand alle geraten? Okay, der ist wieder ungeduldig. Zack, 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 zack. Der schmeißt wieder alles um sich. Das ist so geil. Oh, wie viel Metall da kommt. Ui. Ui. Ach, ist das geil. Ah, okay. Ach, wie geil ist das denn? Der hat jetzt wirklich mit allem um sich geschmissen. Ach, wie geil. Ah, herrlich. Ein LKW-Fahrer schmeißt um sich. So, wir haben jetzt viel Geld. Also... Das Geld wird jetzt richtig, richtig wenig werden. Und ja, das wird jetzt richtig, richtig hart. Die Zeit liegen halt überall rum. Echt überall in der Fabrik zerstreut, weil der LKW-Mitarbeiter keine Ausräumer hatte.
Okay, für Großsachen brauche ich jetzt die Lagerarbeiter. Oh Gott, mir gehen alle ein. Puh. Aber so einen Großauftrag sollte ich vielleicht noch Mitarbeiter einstellen. Macht vielleicht sogar Sinn. Oh. Es sieht echt aus wie Kraut und Rüben hier. Also es sieht echt aus. Aber wisst ihr was? Wir machen das jetzt einfach so. Wir machen jetzt gleich den King Grill in der neuen Folge, nachdem der Lagermitarbeiter sich mal komplett ausgelebt hat. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß wie ich jetzt. Ich wünsche euch was. Ich bin euer Chris. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.